Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Straßenumfragen mit WSR TV. Ich bin Michael Ziergiebel. Vor rund 2 Monaten hat die Landesgartenschau ihre Pforten geöffnet und über 34.000 Dauerkarten wurden bis jetzt verkauft. Das heißt doch schon was, oder? Uns interessiert heute, was die Besucher und Bewohner Höxters über die Landesgartenschau denken. Aus Holzminden kommen wir, hier aus der Nähe. Nein, wir kommen aus Bielefeld. Nein, wir kommen aus Oelde. Nein, aus Schwalmstadt in Nordhessen. Wir kommen alle aus Höxter. Ich finde die interessant, um mich zu informieren, was es für verschiedene Blumen gibt, für verschiedene Beete, wie man was anlegen kann und wie man was gestalten kann. Toll. Super. Weil wirklich. Ich mag, dass das so viel natürlich ist. Und das hat mich heute wirklich total begeistert. Ich fand die richtig schön. Ja, weil sehr viel Natur belassen ist und nicht alles so, wie soll ich sagen, wie so ein Ziergarten. So akkurat und so. Ne? Und umweltfreundlich, viel für Bienen. Und das hat uns heute hingehauen. Die schönen Felder da, die waren klasse. Ja, und die Lage hier an der Weser ist natürlich toll, wenn das mit so eingebunden worden ist eben. Ne? Ich sag mal, am Anfang war alles noch ein bisschen wuselig. Da gab es noch keine richtigen Ein- und Ausgänge. Dann musste man halt viel noch laufen. Das hat sich aber jetzt alles so ein bisschen relativiert. Aber ich denke mal, das sind so die Anfänge gewesen. Ansonsten, ich bin wirklich positiv überrascht und auch begeistert. Ich finde schön, dass es viel für Kinder gibt. Also tolle Spielplätze für große und auch für die kleineren Kinder, so bis 3, ist an alle gedacht. Erstklassig ganz toll. Ja, es lohnt sich zu kommen. Und wir haben uns gerade noch darüber unterhalten, es ist viel naturbelassene Flächen haben wir. Im Moment blüht der Mohn und die Kornblume und es ist einfach wunderschön. Und ich sag mal, was viele Leute als Unkraut bezeichnen, ist ja für die Insekten sehr wichtig. Haben wir uns auch gerade darüber unterhalten. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich sag mal, hier ist mehr der gestalterische Teil in der Wallanlage und oben Korwei an der Weser ist einfach der naturbelassenere, ökologisch hochwertigere Bereich. Das ist auch für uns Höxteraner, ist das wirklich ein Erlebnis. Ich selbst sage immer wieder, ich habe noch nie so viel Heimatkunde erlebt wie gerade. Das stimmt. Ja, sehr schön. Besonders gefällt mir Korwei. Die Weser, den ganzen Weserbogen und hier, den Rest haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wir wollen jeden Tag hier kommen, so Kinder und Spaß machen und spazieren auch andere Freunde zusammen. Und total ist das Ganze wunderbar schön. Erstmal eine bessere Ausschilderung, damit man den Weg hierher auch findet. Wir kommen aus Bielefeld. Dann wäre es ganz sinnvoll, vielleicht an die Beete auch kleine Schildchen zu machen, welche Pflanzen da wachsen. Wir finden es sehr schön angelegt. Wir haben aber eben gerade festgestellt, dass einige Beete ziemlich gleich aussehen. Es ist sehr viel Allium beispielsweise drin. Und vielleicht hätte man da etwas bisschen kreativer sein können. Aber ansonsten gefällt es uns gut. Die Altstadt ist mit drin. Kloster Korwei ist mit drin. Und ja. Wir sind jetzt von Korwei gekommen, also vom Kloster Korwei unten an der Weser lang. Und dann war es relativ schlecht beschildert, die Wallanlagen zu finden. Also hierhin. Wir sind dann oben wieder hoch, wo die Brücke über die Weser geht. Und da waren gar keine Hinweisschilder mehr, wo wir die Wallanlage finden. Wir haben zwar unseren Plan dabei gehabt, aber da war es nicht mehr ausgeschildert. Und das sagten uns andere Zuschauer, also andere Gäste auch. Aber wir haben dann gefragt und dann sind wir in die Hauptmarktstraße hier geschickt worden, in der Einkaufsstraße hier. Und dann hatten wir den Plan da und dann haben wir es ja gesehen eben. Ne? Aber unten da von der Weser war es schlecht ausgeschildert, fand ich.
Es finden ja viele Abendveranstaltungen statt und das ist wirklich ein bisschen wuselig. Also die Leute wissen nicht, wo sie rein müssen und dann steht da meistens auch nur einer, der die Tickets abschneidet und das dauert alles sehr, sehr lange. Das ist so ein bisschen verbesserungswürdig. Ich glaube, es fehlt auch ein bisschen an Personal, ne? Ja. Dass man manchmal ziemlich lange auf Essen und Trinken irgendwie warten muss. Aber das ist ja, glaube ich, die allgemeine Situation aktuell. Ja, vielleicht die Beschilderung ist manchmal nicht so gut. Wir waren unten an der Weser und wussten jetzt nicht, wo ist der nächste Eingang. Ich bin bisher einmal gewesen in Wolfsburg und ganz früher mal in Hamburg Planten und Blumen. Also wir waren schon mal in Riedberg, Oelde, Reda-Wiedenbrück, die ist schon lange hin. Ja. Bundesgartenschau habe ich mal in Berlin gesehen in den 80er Jahren. Und die letzte war Papenburg. Aber die hatte uns am wenigsten gefallen, muss ich sagen. Da waren wir gar nicht begeistert. Da waren wir sehr enttäuscht. Kann man nicht vergleichen. Es ist jede Landesschau ist irgendwie anders. Im Rheinland und in Fulda. Es waren, wie gesagt, kreativere Bepflanzungen da. Aber es liegt ruhig, es liegt gemütlich. Och, schon oben, relativ weit oben. Also auf einer Skala 1 bis 10 würde ich auf alle Fälle eine 9 geben. Also man soll ja nie ganz, ganz super geben. Aber da würde ich also ganz hoch gehen schon eben halt. Ne? Ja, wir kommen ja aus Oelde und da gab es auch mal eine Landesgartenschau. Wöxers ist schön von der Umgebung und von der Landschaft und der Ort. Es ist sehr schön hier an der Weser. Die Mohn- und die Kornblumenfelder. Ja, also das würde ich auch ganz an erster Stelle stehen. Da waren wir sehr lange heute Morgen. Ja. Und dann, wie gesagt, der schöne Weg nochmal an der Weser entlang eben halt. Von Korwei bis hier in den Innenbereich. Das haben sie ganz toll umgestaltet, weil wir kennen den halt auch, wie er vorher ausgesehen hat. Mhm. Da haben wir aber auch Pausen da gemacht und waren da aber jetzt mit diesem Terrassen und das toll angelegt. Ne? Wenn ich Wasser sehe, bin ich immer glücklich. Ja. Und was uns auch total gefallen hat, waren an der Weser die alten Flaschenumwandlungen da an den Stäben. Wir fanden es so toll, was die Kinder da gemacht haben. Ja, die ganzen die Kinderkunst, sagen wir jetzt mal, was die dort an der Weser da gemacht haben, hat uns auch sehr gefallen. Die angemalten Flaschen als Tiere, Fische und sonst was da alles so an den Stäben. Also ich muss sagen, sehr vielfältig, sehr tolles Engagement überall und eine tolle kreative Gestaltung. Also ich finde die Kinderspielplätze, das ist wirklich ganz toll. Ja. Und natürlich auch die Abendveranstaltungen, da ist schon so einiges gewesen, was wir uns angeschaut haben, für relativ schmales Geld und wirklich klasse. Es sind so viele tatsächlich. Also städtebaulich gesehen ist tatsächlich mein persönliches Highlight die Schaffung der Weserscholle als neuen Ort, wo man sich aufhalten und rasten kann. Aber was ich einfach auch faszinierend finde, ist, wie viele kulturelle Angebote wir in diesem Sommer haben. Das ist für Höxter, glaube ich, schon sehr außergewöhnlich und das macht richtig Spaß. Ja, Korwei, der Remtergarten, fand ich am schönsten. Schöner Spielplatz. Mir gefällt denn das mit Kindern? Auf jeden Fall. Sollte sich jeder mal anschauen. Ja. Also die Weser ist mit drin. Man muss in Anführungsstrichen durch Höxter gehen. Man lernt dadurch Höxter kennen. Es ist auf dem Lande auch. Es ist außerhalb. Es ist direkt an der Hauptverkehrsstraße. Ja, würde ich weiterempfehlen. Jederzeit. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall.